Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute mal nicht zu einer Videoanalyse, sondern ich habe mir gedacht, bevor wir immer irgendwelche Fehlprognosen hier abliefern, möchte ich mal einen Know-how-Beitrag, den man auch sich anschauen kann, wenn er nicht so aktuell ist, das heißt, wenn schon einige Zeit vorbei ist, denn es geht um Umsetzung und Erstellung von Handelssystemen. Zum Forex-Markt. Forex-Markt kann man ja tausende von EAs erwerben, kostenlos runterladen. Bekommt sich ja zum Teil schon von Brokern noch zur Verfügung gestellt. Ich teste momentan auch mehrere EAs, Scalper EAs, kann ich Ihnen gleich sagen, die haben bis jetzt noch kein Geld verdient und die laufen schon 2 bis 3 Monate. Jetzt zeige ich Ihnen hier mal die Ergebnisse einer Handelssystementwicklung, die ein halbes Jahr gedauert hat, weil am Forex-Markt Handelssysteme zu entwickeln, sagt Ihnen natürlich keiner, ist sehr schwer. Forex-Märkte bewegen sich manchmal in sehr starken Trends, manchmal auch nicht. Dann gibt es wieder hochvolatile Phasen, wechseln sich mit niedrigvolatilen Phasen ab. Und ich habe mir gedacht, ich zeige Ihnen mal, was bei mir so ansteht. Ich habe hier mehrere Systeme. Ich habe ein System mit 100 Tage Laufzeit entwickelt. Das ist das beste System, gibt aber sehr wenig Signale. Ich habe Systeme mit 5 Tage und mit 20 Tage Laufzeit, Handelstage, Haltedauer entwickelt. Habe es nicht geschafft, kürzerfristige Systeme zu entwickeln mit Laufzeit von 1 bis 2 Tagen. Und was Sie hier jetzt sehen, sind die entsprechenden Umstiegssignale. Und da möchte ich Ihnen mal zeigen, mit was für Probleme da ein Privatanleger kämpfen muss, wenn er sowas hat, kauft und umsetzen will. Also er muss schon ein Fachmann werden auf dem Gebiet der Handelssystementwicklung und auch der Umsetzung. Der muss sein System kennen, sonst geht es auf jeden Fall schief. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Dann ist die Frage, er muss auch psychisch bereit sein für längere Verlustphasen und er muss wissen, wie hoch er den Hebel ansetzt. Das heißt, jedes System, was er entwickelt hat, muss er auch nochmal überprüfen, ob das zu seinem Transpirier-Level passt. Transpirier-Level bedeutet, dass er nicht nervös wird, wenn da irgendeine Position mal deutlich im Minus ist. So, was wir hier nämlich sehen, wir haben hier heute ein Einstiegssignal, nur heute gültig für das australische Währungspaar gegen in US-Dollar. So, und da geht es schon los. Hier steht, kaufen Open minus 0,0058. Da geht es schon los. So, sollen wir jetzt umsetzen. Jetzt wissen wir natürlich, die Währungsmärkte haben das Problem, die handeln rund um die Uhr. Jeder Broker liefert ihnen einen anderen Eröffnungszeitpunkt für den Tageshandel. So, jetzt sagt Ihr Broker, bei ihm beginnt es um 0 Uhr wie üblich. Beim nächsten Broker, der vielleicht in Südostasien sitzt, beginnt es um 3 Uhr unserer Zeitrechnung oder 4 Uhr unserer Zeitrechnung. Das heißt, Sie müssen schon mal wissen, was wird hier als Open angenommen. So, hier sehen wir jetzt das Währungspaar. Und da schalten wir jetzt mal einfach um auf den entsprechenden Chart. So, und hier sehen Sie den entsprechenden Chart. Da muss man natürlich sich gleich mal das grafisch sichtbar machen. Der Systementwickler, das Handelssystem beruht darauf, dass die Eröffnung bei uns morgens um 7 ist. So, morgens um 7 ist eine schöne Zeit, weil da werden wir ja alle wach. Manche etwas früher, manche etwas später. Man kann das Handelssystem vor 7 laufen lassen und sieht dann, dass wir hier im australischen Dollar zur Eröffnung einen Kurs von 92, ungefähr 60 hatten. So, jetzt schauen Sie sich das an. Hier steht nicht 7 Uhr, sondern 8 Uhr. Weil das natürlich ein englischer Broker ist und dieser englische Broker hat natürlich 1 Stunde Zeitverschiebung. Das müssen Sie mit einplanen bei der Handelsumsetzung, sonst werden ja die Ergebnisse verfälscht. Wir haben also hier eine Order schon im System drin, dass wir um 7 Uhr diesen Einstiegskurs nehmen, minus den entsprechenden
Einstiegslinien von 58 Pips heute gültig. Der sagt uns dann genauso, wo wir den Entry Price setzen müssen, das Stop Loss und das Take Profit. So, jetzt haben wir diese Order im System drin. Jetzt dürfen wir natürlich nicht denken bei der Handelssystemumsetzung. Wenn wir nämlich denken müssten oder würden, dann würde uns dieser Chart sagen, hier, der Kurs ist am Widerstand angekommen und wenn wir hier einsteigen mit einem Stop hier und einem Take Profit hier, das wird nie hinkommen. So, jetzt ist natürlich dieses System auf 100 Tage Haltedauer ausgelegt. Und da kann ja viel passieren. Und da könnte man jetzt sagen, eigentlich könnte es doch funktionieren, weil wir haben ja hier den Aufwärtstrend und der Stop liegt ja unter diesem Aufwärtstrend im Monatschart. So, als zweites gilt, wenn man am Forex-Markt handelt, bei solchen langfristigen Haltezeiträumen, die Positionsgröße ist hier sehr wichtig. Wir müssen also wissen, wie hoch ist das Risiko. Wenn wir mehrere Positionen mit gleichen Währungspaaren, die also miteinander korrelieren, im Bestand haben, wie hoch sind die Swap-Kosten? Hier sehen wir hier unten, hier haben wir ein Buy-Swap, wir sollen long gehen. Das heißt, wir würden eine Gutschrift bekommen auf dem Handelskonto von 5,1. Ob das jetzt Pip oder Cent sind, ist egal. Hauptsache, es ist positiv. Wenn wir hier eine Short-Position mit 100 Tage Laufzeit aufbauen, dann sehen wir hier, haben wir minus 7,6. Das würde bedeuten, wir verlieren, wenn die Position sowieso vielleicht schief läuft, noch mehr durch die Swap-Kosten. Das heißt, wir müssen die Positionsgröße schon aus diesem Grund sehr niedrig halten. So, jetzt sehen wir hier in diesem Bild, dass wir hier schon 1, 2, 3, 4 Positionen offen haben. Davon ist die britische Pfund-Position, die ist mit ungefähr 300 Pips im Minus, ist aber eine 100-Tage-Position und aus diesem Grund macht uns das nicht nervös, obwohl, wenn wir den Chart uns anschauen, wäre in diesem Fall es vielleicht besser gewesen, diese Position nicht aufzubauen. Hier sehen Sie die Einstiegslinie in diese Long-Position. Hier sehen Sie die Ziellinie und hier sehen Sie die Stop-Linie. Der normale Menschenverstand würde uns eigentlich sagen, wir müssen hier die Position schon schließen. Aber da wir uns ja an unser Handelssystem halten, muss die Position so weiterlaufen, wie sie vom System vorgegeben ist. Deshalb auch hier gilt, die Positionsgröße muss so niedrig sein, dass sie damit schlafen können und selbst dieser Verlust von mittlerweile hier 300 Pips sich nicht bemerkbar macht in ihrem Verhalten für die Signale der Zukunft. Das können Sie natürlich nur herausfinden, wenn Sie A, das System vielleicht selbst entwickelt haben und B, dann auch noch sicher sind, dass die Equity-Kurve nach oben geht. So, jetzt sehen wir hier die Equity-Kurve dieser Handelssysteme in Kombination ab 2010. So, hier unten sehen wir, es wurden 372 Trades ausgeführt. Das sind hier nur die geschlossenen, die jetzt noch offenen sind hier nicht drin. Wir haben einen Profitfaktor von 2,63 und wir haben hier mit dieser Systematik angenommen, wir nehmen mal ein Mikrokonto mit, als Beispiel $500. Und haben angenommen, wir nehmen einen Zweifachhebel, weil wir wollen ja wenig Risiko, wir wollen schlafen können. Das hört sich sehr wenig an, aber Sie sehen, dieses System hätte $81.000 verdient. $81.000 ist ja nicht schlecht, wenn man bedenkt, das ist ab dem Jahr 2010, beginnt hier. Die Equity-Kurve ist steigend, sehen wir natürlich nicht, weil es hier hinten auf einmal massiv nach oben geht. So,
Jetzt sind Sie natürlich der Systementwickler, der sowas selbst entwickelt. Und jetzt sagen Sie sich, das sieht alles zu schön aus. Ich muss das nachprüfen. Aus diesem Grund nehmen Sie alle Trades, die hier drin sind, diese 372 Trades, und übernehmen die in eine Excel-Datei. Wieso? Weil ja hier nur die Abstände zwischen der Öffnung, Sie sehen es hier, Moment, Eröffnung und Schlusskurs aufgeführt sind. Der Pip-Value ist hier noch nicht mit eingebaut. Pip-Value bedeutet, dass wir ja nicht wissen, ob das auch wirklich ein Dollar nicht. So, und jetzt sehen Sie hier die entsprechenden Währungspaare. So, das ist eine Tabelle, die zeigt uns, wie das Value, der Value eines Pips ist, wenn man den in Dollar umrechnet. Da sehen Sie hier, haben wir zum Beispiel 94 statt 1, hier haben wir 1,12, irgendwo haben wir sogar 1,64 Euro in britisches Pfund. Das muss ja alles umgerechnet werden. Das heißt, wenn da also steht, das System mit dem Währungspaar Euro British Pound hat in diesem einen Trade 120 Pips verloren, das sind das ja keine 120 Pips, sondern 120 mal 1,64. Bedeutet, wir haben dann über 200 Dollar verloren. Nicht 164, sondern 200. Das muss man alles mit in Betracht ziehen, um dann ein solches Handelssystem wie hier zu überprüfen. Weil hier diese Equity-Kurve ist ja ein Pip-Value von 1 mit der Positionsgröße berechnet. So. Das wurde, so muss man natürlich wirklich vorgehen. Das bedeutet, Sie haben also mindestens mal nach der Systementwicklung noch weitere 2 bis 5 Stunden Arbeit, denn diese Tabelle, die ich Ihnen ja hier jetzt gezeigt habe im Pip Value, die wird ja benutzt, um die Signale umzusetzen. Wo haben wir es hier? Die Trades umzusetzen. Das heißt, wir haben jetzt die Trades hier einzeln eingegeben, haben überprüft, ob alles seine Richtigkeit hat und haben dann eine weitere Tabelle hier unten, Performance-Tabelle mit Pip-Value gemacht. Und da sehen Sie, die Equity-Kurve läuft genauso nach oben wie in unserem Handelssystem. So, und dieses Handelssystem zeigt momentan Schwäche. Sie sehen es hier. Hier geht es seit Jahresanfang nach unten. Und das ist der dritte Knackpunkt, wenn man Systeme entwickelt und umsetzt. Es kann nämlich passieren, dass gerade wenn Sie beginnen, ein Handelssystem umzusetzen, eine schlechte Phase beginnt. Und das sehen wir hier momentan. Wir sehen in dieser Handelssystemumwicklung, mache ich mal das Bild jetzt so groß, dass Sie es auch sehen, das habe ich Ihnen nicht gezeigt, dass jetzt momentan für dieses System, das ist jetzt die berechnete Equity-Kurve und das ist jetzt, Moment, die reale Equity-Kurve hier im Hintergrund. Sie sehen, beide Equity-Kurven zeigen Schwäche an. Und jetzt haben wir das Problem, wenn Sie einen zu hohen Hebel ansetzen, dann haben Sie zwar hier ziemlich viel verdient, das heißt, diese Grafik würde hier oben durch die Decke gehen, aber dann würde auch der Verlust bei Ihnen so auf die Psyche schlagen, durch den jetzt kommenden Verlust, der auch wesentlich größer ist, dass Sie eigentlich dieses Einstiegssignal, was wir momentan hier im australischen Dollar haben, womöglich überhaupt nicht mehr umsetzen. Deshalb, wenn Sie Handelssysteme entwickeln, sollten Sie sehr viel darauf Wert legen, dass Ihr Transpirierlevel nicht überschritten wird, dass Sie das System auch wirklich getestet haben, ob die Signale korrekt waren. Das heißt, wir müssen jetzt durchgehen. Ich bin da zumindest durchgegangen, dass ich jedes einzelne Signal durchgegangen bin.
um auch sicher zu sein, dass ich bei einer solchen Phase die Signale umsetze. So, jetzt wollen wir natürlich wissen, was kommt da überhaupt raus im Jahr? Und da habe ich mal nur das Jahr 2010 genommen und habe aus meinen Statistiken sozusagen die Pips, die Gewinn- und Verlust-Pips grafisch dargestellt. Das ist jetzt nur ein Jahr, um zu sehen, wie hoch ist eigentlich der größte Verlust gewesen, wenn eine schlechte Phase ist, wenn ich Verlust mache. Da sehen wir hier, der größte Verlust lag bei abgeschlossenen Transaktionen bei 306 Euro. Und Sie sehen schon hier, jedes Jahr oder zumindest im Jahr 2010 hat man 2.000 bis 3.000 Pip-Gewinne mit diesen drei verschiedenen Systemen. 5 Tage Haltedauer, 20 Tage Haltedauer, 100 Tage Haltedauer. Das sind natürlich die Signale der 100 Tage Haltedauersysteme. Sie müssen also, wenn Sie irgendein System entwickeln, müssen Sie wirklich dahinter schauen, um auch sozusagen die Signale in schlechten Phasen weiter umzusetzen. Das ist das Wichtigste bei der Systementwicklung. Und da möchte ich jetzt mal eins noch sagen, wenn Sie ein System erwerben und wissen nicht, was Sie tun, dann wird es umso schwieriger, bei dieser sogenannten Blackbox überhaupt die Regeln dieses Systems zu verstehen. So, jetzt sehen Sie ja hier bei dieser Tabelle, wir haben hier ein Kapital auf einmal von 2,5 Millionen. Der dritte Punkt ist der, Sie brauchen am Forex-Markt eine Vorgehensweise, die Ihnen auch sagt, mit welchem Hebel Sie handeln. So, und ich habe festgestellt, wenn man das mit einem 50.000 bis 100.000 Konto handelt, dann ist ein ganzes Lot mit 100.000 schon zu groß, wenn Sie auf einmal 4 bis 5 verschiedene Positionen drin haben. Das heißt, Sie müssen erstmal sehen, wie entwickelt sich die Equity-Kurve bei einem bestimmten Kapital. Kann das der Markt überhaupt aufnehmen? Und dazu habe ich mir jetzt hier eine Startkapitalliste gemacht. Da gebe ich dann ein, gibt man dann zum Beispiel ein, ich habe einen Hebel von 2 und nehme mir als Beispiel ein Startkapital von 1.000, weil Sie sind ja wahrscheinlich Anfänger, wenn Sie das hier sehen, Sie wollen nicht 10.000 Euro in den Sand setzen und Sie haben gesehen, da sind ja manchmal 300 Pips Verlust. Wenn Sie also 300 Pips Verlust machen und jetzt schon bei dem Signal hier im britischen Pfund mehr als 200 Pips hinten sind, dann ist natürlich die Positionsgröße von einem Hebel 5 schon sehr massiv. Dann hätten Sie hier schon mit einem kleinen Konto 15 bis 20% Ihres Kontos versiebt. Aus diesem Grund, die letzte Möglichkeit ist, wenn wir dieses System anfangen, wir wollen sehen, was draus mit diesen Signalen geworden wäre ab 2010, wenn wir mit verschiedenen Hebeln experimentieren. Nehmen wir mal an, Sie nehmen jetzt 10.000 Euro oder Dollar und nehmen einen Hebel von 2. Da kommt hier als Beispiel 26 Millionen raus. Ist das realistisch? Nein, ist nicht realistisch, weil Sie es a. nicht aushalten würden und b. sozusagen auch die Positionen gleich am Anfang viel zu groß für Sie wären, weil wir müssen ja davon ausgehen, dass am Anfang so eine Phase wie hier kommt. Wenn Sie so eine Phase haben, dann ist die Positionsgröße mit einem Hebel von 2 bei 10.000 Startkapital viel zu hoch. Ja, Sie müssen schlafen können. Nehmen wir jetzt mal an, Sie hätten hier ein Startkapital von 500 Dollar. Da kommen immer noch 817.000 raus. Ist das möglich? Ja, es ist möglich, wenn es so läuft, wie es laufen soll. Was wir natürlich hier an dieser Performance-Sache eigentlich nicht sehen. Deshalb, wenn Sie ein System entwickeln, geben Sie die einzelnen Signale in eine Excel-Tabelle ein, überprüfen Sie, wie viele Pips Gewinner Sie sozusagen jedes Jahr hatten, wie viel Verlierer, was der maximale Verlust war, überprüfen Sie selbst
kostenlose Systeme genauestens, ob wie groß die Verluste und wie groß die Gewinne sind und wie viele Positionen mit Verlust oder mit Gewinn sie gleichzeitig im Depot haben und ob dann ihr Transferierlevel noch nicht damit überschritten ist. So, was machen wir jetzt mit dieser Position? Das ist das britische Pfund, Weekly Chart. Wir machen nichts. Wir haben die Positionsgröße hier so niedrig. Sie sehen es hier. Das ist das kleine Konto mit 500 gestartet aus Jux und Dollerei, um mal sowas auszutesten. Das wurde übrigens auch benutzt, um die Trade-Miner-Signale umzusetzen mit ganz kleinem Volumen, weil wir ja nicht wissen, was daraus wird. Und man kann damit ruhig schlafen, weil die Statistik sagt ja, wenn wir alle Signale umsetzen in den nächsten 4 Jahren, dann wird diese Equity-Kurve hier wieder nach oben gehen. Und gerade in den letzten Tagen, das zeige ich Ihnen jetzt mal, gerade in den letzten Tagen kam es wieder zu einem Gewinntrade. Hier, Sie sehen es, manchmal müssen Sie ja 5, 6 verschiedene nacheinander erfolgende Verluste aushalten. Hier kam es wieder zu einem Gewinntrade. 2 andere Trades sind jetzt im Gewinn. Der einzige Verlust ist das britische Pfund. Demzufolge kann man hier auch davon ausgehen, dass es langfristig hier wieder mal nach oben geht. Und was ist das Ziel dieses Systems? Das Ziel dieses Systems ist es, jedes Jahr 2 bis 3 500 bis 1000 Pip Gewinne zu haben. Denn das sind dann die Trades, die ein selbst solch kleines Musterdepot oder kleines Mikrokonto mit $500 um 30, 40, 50 Prozent nach oben bringen. Kann man dieses System kaufen? Naja gut, ich würde es jetzt nur für einen mindestens 5-stelligen Betrag verkaufen, weil ich ja nicht weiß, mit welcher Summe da jemand reingeht. Kann man das System entwickeln? Ja, man kann das System entwickeln, wenn man die entsprechende Software hat. Man muss aber sich damit beschäftigen und es dauert mindestens mal ein Viertel bis ein halbes Jahr, bis man die richtigen Einstellungen raus hat zur Umsetzung dieser Signale. Bei mir hat es ein halbes Jahr gedauert und das Wichtigste kam zum Schluss, die Positionsgröße, und erst dann ging es daran, die Signale umzusetzen. Und wenn man halt jetzt hier sieht, dass diese Position massiv im Minus ist, übrigens ist dieses System auch am Euro, an dem Tag, wo der Euro auf 1,39,6 gestiegen ist, long gegangen. Das war ein sehr schlechter Zeitpunkt, long zu gehen, aber was sollte ich machen? Das System hat es gesagt, das Signal musste umgesetzt werden. Und was ist daraus geworden? Ausgestoppt. So läuft es halt mit Handelssystemen. Sie dürfen dabei nicht denken. Sie müssen ohne Wenn und Aber hier die Signale umsetzen, müssen die einstellen. Hier haben wir zum Beispiel jetzt auch den Fall, dass Sie im Neuseeland-US-Dollar Short sind. Die Position ist jetzt schon ungefähr 30, 40 Pips im Gewinn. Die ist am Freitag aufgebaut worden. Und heute haben Sie ein Einstiegssignal in eine Long-Position. Sie sehen es hier. Man soll kaufen. Wieso? Dieses System hier ist ein 5-Tage-System, was Short ist. Und wenn es zu einem Einstieg kommt in diesem 100-Tage-System, dann ist es ein Long-Signal. Das heißt, es kann passieren, dass wir hier nicht zum Einstieg kommen heute, vielleicht gibt es morgen ein neues Signal, vielleicht nicht, aber spätestens in 3 bis 4 Tagen ist dieses Short-Signal sozusagen nicht mehr hier im Depot zu sehen, sondern man wird das in der Gesamtperformance entweder als Gewinn- oder Verlustzeile finden. So, meine Damen und Herren, das war's wieder mal aus Bobs Analystenstube. Heute ging es wirklich dran. Heute müssen Sie sich wahrscheinlich den Film 2 bis 3 Mal anschauen, weil es sehr kompliziert ist. Wenn Sie aber Handelssysteme nutzen, dann ist es das Wichtigste für Sie, dass Sie das verstehen. Wenn Sie es nicht verstehen, dann werden Sie bei einer zu großen Positionsgröße, was immer mal kommt, oder in schlechten Phasen,
die Signale nicht mehr umsetzen und dann wissen sie auch nicht, wann es wieder mal in die richtige Richtung geht. Denn Systeme haben das Problem, sie funktionieren eine Zeit lang nicht, dann funktionieren sie wieder blendend und sie müssen eigentlich immer an Bord sein. Das ist das Wichtigste, was ich Ihnen jetzt zum Schluss hier mitgebe bei diesem kleinen, etwas längeren Know-how-Beitrag, der wahrscheinlich öfters, der normalerweise eigentlich schon fast einen eigenen Seminar-Beitrag wäre. Aber ich habe gedacht, bevor wir uns wieder mit irgendwelchen Prognosen hier abgeben, die dann doch in die Hose gehen, ich habe momentan, finde ich auch nichts, war das mal die Idee, wieder ein Know-how-Beitrag, der zeitlos ist, zu erstellen. So, das war's. Mein Name ist Thomas Bob und danke, dass Sie so lange ausgehalten haben in Bobs Analystenstube und bis zum nächsten Mal. Tschüss.